What's on there? Here you are. No, no. Hallo Menschen und herzlich willkommen, euer Senseless Survivor wieder hier. Und heute gibt's von Therapist eine Aufgabe. Der Alten mangelt es an Saliva und somit schickt sie euch los, dreimal Saliva zu besorgen. Dies wollte ich auf Woods tun, und zwar vorzugsweise im Emmercom Camp. Tja, ob mir das gelingt, ihr werdet sehen. Viel Spaß dabei, bis dahin. Lasst mir gerne ein Like und ein Abo da, würde mich riesig freuen, wie immer, sowieso. Und ja, viel Spaß und wir sehen uns. Tschüssi, bis dann. Hallo und herzlich willkommen, hier ist euer Senseless Survivor. Und ja, ihr seht es gerade, die Quest heißt Shortage und ist von Therapist. Die Aufgabe besteht darin, dreimal Saliva zu finden im Raid und diesen unbeschadet rauszubringen und ja, Therapist zu übergeben. Unser Spawn ist nicht gerade optimal. Kann sein, dass man hier auch mal Saliva findet, aber ist eher selten. Ich renne hier bloß nochmal schnell rein, um mich noch etwas mit Flüssigkeit und Nahrungsmitteln zu versorgen und vielleicht das ein oder andere wertvolle Gut noch abzustauben. Aber nichts da. Da hinten in dem Karton kann man nämlich durchaus einen Tetris finden oder ein Tetris. Na gut, wenigstens die kleine Kette. So, dann Ziel ist jetzt erstmal den Skeff zu erschießen, der ja lang gelaufen ist. Komm, der nächste. Oh, und schon überall wimmelt es von Skeffs oder Spielern, ich weiß es gar nicht so genau. Also ein Skeff war definitiv noch, aber der war vorne eigentlich am Beundels Haus. Aber ich glaube auch nicht, dass mir jetzt schon ein Spieler in den Rücken geschossen hat. Da war wohl auch noch ein Skeff, aber wahrscheinlich vorne an der Bushaltestelle. So, dann erstmal fürs leibliche Wohl sorgen und dann schnell zusammenflicken. Ja, unser Ziel ist es nun, zum Emmercom-Lager zu kommen, so schnell wie möglich und dort vielleicht noch. Und dort vielleicht noch Glück haben und vielleicht zwei Saliva abzustauben. Dieser Sportsfreund hatte jetzt allerdings weniger Glück als wir. Dann schauen wir uns den Kameraden mal aus der Nähe an. Oh, ein Pistolero. Wollte wohl Pistolenkills machen auf Woods. Also auf die Idee bin ich auch noch nicht gekommen, auf Woods Pistolenkills zu machen. Ja, gut, schon. Ich meine, ich hatte ja auch auf Woods meinen Pistolenkill, aber ich wollte da ja eigentlich, hatte ich ja da ein anderes Ziel verfolgt. Das war rein zufällig, der Pistolenkill. So, na dann auf, jetzt hoffentlich ungestört zum Emmercom Camp. So, die Old Station. Ich hatte gehofft, hier vielleicht noch ein, zwei Skeffs erschießen zu dürfen, aber nein, war keiner zu Hause. Dann schnurstracks zum Emmercom weiter. Die Zeit sitzt uns im Nacken, wir hatten ja auch ein ordentliches Stückchen Weg zurückzulegen. In der Zeit kann schon viel passieren. Die Leute sind schnell, wenn es ums Looten geht. Und meine Hoffnung schwand eigentlich, dass ich noch etwas
Brauchbares finden können da. So, na dann rein in die gute Stube. Und Daumen gedrückt. Und sieht auch noch nicht gelootet aus, was mich eigentlich sehr verwunderte. Leider nur ein K. Draußen tummelt sich ein Skeff. Aber von unserem heiß geliebten und ersehnten Salewa noch keine Spur. Das findet er auch noch lustig. Dass sich kein Salewa findet, das erheitert den guten Mann. Man möchte ihm doch glatt eine Kugel in den Schädel schießen, aber ich wollte nicht keine unnötige Aufmerksamkeit auf mich ziehen. Mich sowieso gewundert, dass noch keine Menschenseele hier gelootet hat. Weil sonst hast du ja eigentlich zwei Spawns. Einmal Richtung Ruafrotblock. Ja. Erzähl ruhig weiter. Einmal Richtung Ruafrotblock und einmal Richtung Old Station. Dass kein Spawn davon belegt war, konnte ich mir kaum vorstellen, sozusagen. Aber offensichtlich war es halt so. Gut, aber wir hatten ja noch ein bisschen Hoffnung. Ein paar Kisten standen noch da, die wir untersuchen konnten. Und vorne noch das Zelt zum Looten. Da liegt ja auch gern gut und gern mal ein Salewa rum. Jetzt erstmal schnell die Munition nachgestopft, weil das Magazin nur halb voll war. War ganz gut, dass ich noch die BT-Munition gefunden hatte. Konnte ich das Mac wenigstens ordentlich vollstopfen. Aber leider kein Salewa hier. Ich hätte schreien können. Wenigstens Schoki und Thunfisch. Naja, ich bin dann jedenfalls wieder zurück zum Dorf gerannt und wollte das Auto nehmen zum Exfiltrieren. Und da sah ich noch ein kleines Skeff vorne am Transporter, der scheinbar auch schon mich entdeckt hat. Oder keine Ahnung. Ich weiß das jetzt auch nicht mehr, ob er auf mich geschossen hat. Oder ob er beschossen wurde. Oh, ich liebe diese Kerle. Diese Schreie, Alter. So geil. Ja, und da hatte ich wenigstens... War daran nicht ganz umsonst. Der Gute hatte einen Pilgrim auf. Den braucht man ja auch irgendwann mal. Für eine Quest, die irgendwann mal kommt, aber ich habe ihn dann schon wenigstens im Stash. Einen schönen Schlüssel hat er mir noch dabei. So, ich nehme ihm sein gesamtes Zeug mit weg. Naja, gut, ich hatte ihm dann noch seinen ganzen Rucksack mit abgenommen, sein ganzer Habe und alles in den Pilgrim reingestopft und bin dann raus und dann gleich wieder reinzurennen. Und da sind wir auch schon. Diesmal sind wir am Sniper-Felsen gespawnt, an dem großen Sniper-Felsen und laufen jetzt Richtung Double Wall. Und hier müssen wir aufpassen, das ist ein Brennpunkt, nenne ich es mal. Hier können die Generationen aufeinandertreffen. Und zwar einmal von Richtung Sägemühle, von der neuen Sägemühle unten, linker Hand von uns jetzt. Und natürlich kann auch jemand von der Old Station direkt hier herlaufen. Also in dieser
Kreuzung des Lebens. Obacht, Leute. So, erstmal Ipos rein, weil selbst wenn jetzt keiner kommt, können wir immer noch auf Skeffs treffen an der Station oder hier auf dem Geländer. Oh, da kommt jemand. So, jetzt wisst ihr, was ich meine mit Brennpunkt. Also die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich hoch, dass hier jemand kommt, und es war wieder ein Pistolero, der wieder versucht hat, als Hatchling hier auf Woods Pistolenkills zu machen. Macht man das? Ich wusste es gar nicht. Aber er hat Sodium dabei, was sich empfiehlt, wenn die Kugel im Hals stecken bleibt und Sodbrennen verursacht. Dann könnte eine Packung Sodium nützlich sein. So, Old Station haben wir hinter uns gelassen. Das ist eine Klinkerhand von uns und laufen jetzt weiter Richtung Emmercom Camp. In der Hoffnung, dieses Mal wenigstens ein Salema rausschleppen zu können. Aber die Ausdauer ist schneller weg, als sie sich regeneriert. Und so bleibe ich erstmal hier im Schutz der Natur sitzen und regeneriere meine Ausdauer irgendwann mal. Mann, dauert das auch lange. Ey, die Ausdauer ist schneller weg, als sie regeneriert ist. Na gut, wie im echten Leben sozusagen. Aus dem Leben gegriffen, Tarkov aus dem Leben gegriffen. Und schon sind wir wieder am Objekt unserer Begierde. Wir müssen ein bisschen Vorsicht walten lassen. Weil wir nicht immer davon ausgehen können, dass hier keiner direkt gespawnt ist oder schon auf dem Gelände sich befindet. Und ich bin jetzt auch mal ganz leise, damit ihr wirklich auf die Geräusche im Spiel achten könnt, weil es passiert gleich was ganz Kurioses wieder. Echte Legenden im Spiel. Jetzt kam jemand gerannt. Da liegt mein Salema. Was soll ich dazu sagen? Legenden. Naja, so war's. So ging's zu Ende. Kein Salewa und noch tot. Naja, ich danke euch fürs Anschauen und bis dahin. Tschüssi.